zwei Geldpakete, meine Damen und Herren. Wer hat's raus, meine Damen und Herren? Ich finde das schön, ich finde Mittagssendungen musste man gut gelaunt machen. Das ist für mich ein Frühstücksfernsehen. Ich hole quasi die Leute aus dem Bett, da muss man gut gelaunt sein, meine Damen und Herren. Wenn sie keinen Bock drauf haben, dann schalten sie weg. Wenn sie Lust haben, bleiben sie dabei. Sie müssen das eh irgendwo unterbringen. Ich finde das schön, das ist leider meine einzige, ich habe jeden Monat, glaube ich, eine Mittagssendung und die genieße ich. Wer ist in der Leitung? Ja, hier ist der Jens aus Rastatt, hallo. Jens, salü, ich grüße dich. Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut und selbst? Super, herrlich. Was könnte es sein? Also ich denke die Milch. Du bist ja toll, super! Jawohl, gewonnen! Juhu! Oma, ich hab gewonnen, Oma, komm! Ich hab gewonnen! Warum ist denn, du, Schatzi, warum ist denn deine Oma bei dir? Ich bin gerade im Fernsehen, guck, meine Oma ist hier. Und warum ist die da? Ach, die ist hier, macht den Haushalt, bis sie meine Eltern schaffen, ich hab heute frei. Und warum machst du nicht selber nicht den Haushalt? Ach ja, nee, keine Lust jetzt. Ah, du bist der Fauler. Du weißt doch was, deine Oma schenke ich jetzt schon mal eine Kuscheldecke. Oma kriegt eine Kuscheldecke, da freut und sie du sich bekommst auch. Geld? Ah, welche? Schöne Grüße an die Oma. Ja. Danke. Ihr seid ja süß, ihr seid eine nette Familie. Und der Hund quietscht auch noch im Hintergrund. Wir haben drei Hunde. Ihr habt drei Hunde, ich habe momentan einen und der bereitet mir schlaflose Nächte. Also, welche zwei Geldpakete magst du? Oma darf entscheiden, welche Nummer nehmen wir? 7 und 8 ist weg. 10. Und? 10, 1 und 4. 10 und 1, es gibt nur 2, Oma. Ja. Nur 2. So, schau mal, da sind 30 Euro drinnen, 50, das sind 70 Euro. Ich mache aber 80 draus, weil ihr so nett seid, ja? Dankeschön. 80 Euro eine Kuscheldecke. Viel Spaß euch beiden. Gleichfalls. Und danke. Oma, der Enkel kann auch mal putzen, ne? Ja, das macht er auch. Das ist gut so. In der Leitung bleiben. Ja, tschüss. Tschüss. Oh, wie süß ist das, ne? Wie alt war der denn? Der war doch sicher schon 25 oder 30. Da muss die Oma noch putzen. Sag einmal, meine Oma hätte mir die Ohren lang gezogen, wenn ich gesagt hätte, putz mal meine Wohnung, weil die Eltern nicht da sind. Hui, hui, hui. Verwöhnter Sohnemann, ne? So, meine Damen und Herren, da kommt das nächste Wort.